Moin, liebe Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu, nein, keiner neuen Folge Alles für die Hühner, aber dafür einer ganz besonderen, denn es geht um ihn hier, den ersten und einzigen Wanderpokal fürs Niederwild. Gestiftet von uns, den Freunden der Jagd, für euch. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie können wir den denn gewinnen, es ist ganz einfach, aber erst will ich euch noch was anderes anpreisen, denn es gibt nicht nur diesen schmucken Pokal hier, als Wanderpokal, es gibt auch noch was dazu, und zwar drei wunderbare Alles für die Hühner-Sticker. Das ist natürlich nicht alles. Eine Tube Wildmagnet. Auch das ist nicht alles. Der richtige Preis kommt jetzt. Trapmaster Fallenmelder. Und zwar zu jedem quasi Gewinn, zu jedem Gewinner, für jeden Gewinner gibt es einen Trapmaster, einen Fallenmelder. Wir vergeben den alle 6 Monate, das heißt 2 im Jahr. Den könnt ihr natürlich behalten. Bei dem Pokal muss ich gleich dazu sagen, ihr dürft ihn euch für ein halbes Jahr ins Regal stellen und dann muss der für euch leider Gottes wieder zurück. Wir verschicken den in dieser coolen Kiste und die brauchen wir natürlich auch wieder zurück. Wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, wie ihr denn überhaupt Trapmaster, Sticker, Wildmagnet und den da gewinnen könnt, ganz einfach, wir haben euch ein E-Mail-Postfach eingerichtet und das heißt wanderpokal@freunde-derjagd.com. Das Ding ist unten eingeblendet, also jetzt irgendwo hier und dann alles weitere nochmal unten in der Beschreibung. An diese E-Mail schreibt ihr eine Geschichte, die uns überzeugen soll, warum habt ihr diesen Preis verdient, warum habt ihr den Preis fürs Niederwild und eben auch den Trapmaster, den Fallenmelder verdient und wie habt ihr euch den verdient? Das kann natürlich eine Story sein aus dem Revier, von eurem ersten Fuchs, dem ersten Fang, dem ersten Waschbären im Revier, in der Falle, was auch immer. Am Ende zählt es, ihr müsst uns überzeugen. Weil das Ganze sehr subjektiv ist und auch irgendwie unfair, wenn ich alleine das lesen und dann bestimmen würde, haben wir eine kleine Gruppe aus 5 Freunden, die die besten 5 Stories raussuchen und diese dann bewerten und so auch das Ranking erstellen. Und damit haben wir dann auch den Gewinner. Startschuss für die Einsendung ist der Upload-Tag des Videos heute und nach 14 Tagen ist dann ein Cut. Ich schreibe die Daten übrigens dann unten nochmal rein. Da ist Bewerbungsschluss. Dann nehmen wir uns 7 Tage, um die ganzen Stories zu lesen und zu bewerten. Und dann verkünden wir den Gewinner bei uns in der Instagram-Story. Und weil ja womöglich nicht jeder da reinguckt, benachrichtigen wir euch dann natürlich per Mail. Logischerweise, wir haben eure E-Mail-Adressen. Wir müssen euch dann natürlich daran erinnern, uns das Ding hier irgendwann auch wieder zurückzuschicken, bummelig nach 6 Monaten, damit wir das Ganze eben wieder quasi von Neuem beginnen können. Dann nicht so ausführlich wie jetzt, sondern ein kleines Erinnerungsvideo mit Startschuss, 14 Tage, 7 Tage und dann wird der Gewinner gekürt. Also liebe Leute, viel Spaß, frohes Schaffen, haut richtig in die Tasten, schreibt uns was, packt Fotos dazu, malt uns was, was auch immer, eure Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Also let's go, frohes Schaffen, alles für die Hühner, nicht vergessen. Bis bald, Rian. Hau rein.